Hallo, liebe Sternenbürger und vor allen Dingen die, die es noch werden wollen. In diesem Video möchte ich eine kleine Kaufberatung starten, um euch den Start in Star Citizen etwas zu erleichtern. Star Citizen, das ist ein Open-World First-Person-Sandbox-Weltraum-Simulations-MMO mit Shooter-, Weltraumkampf-Elementen, spielerbetriebener Ökonomie, vielen Berufsfeldern, großen Multicrew-Schiffen, natürlich auch kleinen Schiffen und vieles, vieles mehr. Das Spiel wird alleine von Privatleuten finanziert, also durch euren Kauf finanziert ihr direkt die Entwicklung des Spiels. Das Spiel befindet sich derzeit in offener Entwicklung, was bedeutet, dass ihr das Spiel während der Entstehung antesten könnt und euer Feedback natürlich direkt an die Entwickler weitergeben könnt. Mit der Version 3.0 hat die Entwicklung einen Punkt erreicht, wo der Einstieg wirklich für jeden Mann für jeden Interessierten lohnt. Man kann nun ohne irgendwelche LAN-Bildschirme mehrere Monde, Asteroiden im Stanton-System bereisen, Missionen und Fracht fliegen oder sich an irgendeiner anderen Aktivität beteiligen. Seit 2018, also in diesem Jahr, wird es jedes Quartal einen Content-Patch geben, der neue Mechaniken, Schiffe und andere Systeme ins Spiel bringt. Also regelmäßig neuer Content und mehr zum Testen natürlich. Wenn euch das Spiel interessiert, werde ich euch zeigen, wie ihr selber zu einem Sternenbürger werdet. In diesem Teil werde ich nur auf ein Budget bis maximal 100 Euro eingehen. In einem zweiten Teil gehe ich auch noch auf ein paar andere Schiffe und Pakete ein und zeige euch unter anderem, wie ihr euer Schiff upgraden könnt oder Pakete einschmelzen und ein anderes zu holen. Aber dazu dann später mehr. Um einzusteigen, geht ihr einfach auf robertspaceindustries.com. Ich werde es gleich auch in der Beschreibung verlinken. Und da kommen wir auch schon direkt auf die Seite. Und könnt hier aussuchen, was ihr machen möchtet. Wir machen den Hinweis aber trotzdem gerade mal weg. Denn als allererstes benötigt ihr einen Account. Da klickt ihr hier drauf und geht auf Enlist Now. Hier tragt ihr dann euren Login-ID ein. Die Login-ID ist einzigartig. Die seht ihr nur. Die sieht kein anderer Spieler. Wichtig ist der Handle und der Moniker. Das sind die beiden, die andere Spieler sehen können. Passwort ist natürlich klar. Nochmal bestätigen. E-Mail-Adresse, euer Geburtsdatum. Und dann gibt es hier noch das Feld Referral. Da könnt ihr, wenn ihr denn möchtet, als kleines Dankeschön, bekommt ihr nämlich 5000 UIC, da könnt ihr meinen Referral-Code eingeben, ich bekomme auch eine Kleinigkeit dafür und ihr bekommt 5000 UIC, das ist die Ingame-Währung, später im Spiel dazu. Dann geht ihr einfach auf Fly Now Alpha 3.0, da gehen wir jetzt drauf und landen auf dieser Seite. Wenn ihr jetzt es ganz einfach haben wollt und vor allen Dingen zum günstigsten Preis, dann könnt ihr hier jeweils eines der beiden Schiffe aussuchen. Die Starterpakete sind beide gleich. Die enthalten den Selfland Hangar, 1000 UEC Startgeld, 3 Monate Versicherung für das Schiff und Star Citizen als digitalen Download. Hier sehen wir es nochmal. Hier ist lediglich immer nur ein anderes Schiff drin. Beide Schiffe sind in etwa gleichwertig. Aber die Mustang wird derzeit überarbeitet, wird ein wenig größer und kann wahrscheinlich auch eine Frachteinheit mehr mitnehmen. Ansonsten, wenn ihr euch so nicht entscheiden könnt, nehmt einfach das, was euch am besten gefällt. Wie gesagt, die Schiffe sind in etwa gleichwertig. Die Mustang Alpha ist ein wenig schneller, die Aurora hält dafür ein bisschen mehr aus, aber letztendlich egalisiert sich das. Ja, und wenn ihr hier so ein Paket auswählt, ich gehe jetzt einfach mal hier drauf, Select this package, dann könnt ihr runter scrollen, denn es gibt noch eine zweite Sache und das ist Squadron 42. Squadron 42 ist nicht das Multiplayer-Spiel, sondern ein Singleplayer-Spiel mit vielen, vielen Missionen, Raumkampf, das ihr spielen könnt. Wenn ihr nun Squadron 42 nehmen möchtet, was für den Preis wirklich in Ordnung ist, weil ihr haltet zwei Vollpreisspiele
für, und das sehen wir jetzt, wenn wir das ausgesucht haben, für insgesamt 64,97. Das ist nur etwas teurer als ein normales Vollpreisspiel. Aber wie gesagt, ihr erhaltet so Zugriff auf zwei Vollpreisspiele, die sich allerdings beide, und das muss man immer dabei sagen, noch in der Entwicklung befinden. Letztendlich müsst ihr dann nur noch hingehen, euch einloggen, wenn ihr es noch nicht getan habt, und könnt das Spiel ganz normal wie in jedem anderen Shop kaufen. Ihr könnt hier mit Kreditkarte oder mit PayPal bezahlen. Wenn das nun aber nicht euch entspricht oder ihr einfach aus Interesse einmal schauen wollt, welche anderen Pakete es gibt, geht oben auf den Shop und geht dann hier auf Game Packages. Da bekommt ihr jetzt verschiedene Game Packages angezeigt. Ihr seht hier, Squadron 42 kostet Standalone 48,73 €. Das ist allerdings, da muss ich dabei sagen, wenn ihr ein anderes Paket außer diesen ersten beiden Starterpaketen hier holt, beziehungsweise mit Squadron 42 hier unten, beziehungsweise hier die Combo Packages. Wenn ihr ein anderes Paket, kriegt ihr einen Gutscheincode und den könnt ihr einlösen und kriegt Squadron 42 dann auch für den verringerten Preis. Das geht aber, wie gesagt, nur, wenn ihr vorher ein anderes Starterpaket habt. So, und zu genau denen kommen wir jetzt. Ihr seht schon, die Preise gehen hier hoch und die gehen auch über 100 Euro. Wie gesagt, über 100 Euro mache ich in einem separaten Video. Es gibt also noch zwei Pakete, die man sich anschauen kann. Das ist einmal die Avenger Stalker, der fliegende Pinguin, und einmal die Reliant Core SC Starter. Wenn wir jetzt mal hier drauf gehen, sehen wir, was da drin ist. Es ist der Arrowview Hangar, das ist ein etwas anderer Hangar, der Spiele-Soundtrack, die digitale Star Map, die ist übrigens jetzt schon auf der Seite anzusehen, 2000 UEC Startgeld und Star Citizen als digitaler Download, und das Schiff hat 6 Monate Versicherung. Versicherung bedeutet übrigens an dieser Stelle, wir möchten leben, euer Auto hat eine Versicherung, wenn was dran ist, zahlt die oder zahlt auch nicht, je nachdem. Und bei den Schiffen ist es ähnlich, wenn die verloren gehen, geklaut werden, beschädigt werden oder komplett zerstört, gibt es eine Versicherung, die euch die Kosten zurückerstattet bzw. das Schiff wieder erstattet. Die Avenger Stalker ist genau wie die Mustang im Moment in Überarbeitung. Die Avenger wird vergrößert und das Bild ist natürlich dementsprechend auch nicht mehr aktuell. Wenn ihr mehr zu dem Schiff erfahren wollt, dann müsst ihr jeweils auf die Schiffsektion sehen und gehen. Und ihr habt hier, wie ihr seht, mehrere Auswahlen. Entweder alle Schiffe oder eben nach Hersteller. Die Stalker ist, oder die Avenger ist von Aegis Dynamics. Da gehen wir jetzt mal gerade drauf. Und da haben wir sie auch schon direkt. Und hier sehen wir die Matrix, was das Schiff alles hat. Wenn ihr hier jetzt draufklickt, zum Beispiel bei den Waffen, kriegt ihr angezeigt, das ist eine Size 3 Waffe, die ist installiert. Maximal kann auch nur eine 3 installiert werden. Es ist eine per Mount, also eine pro Befestigung und eine somit in total, also in der Gesamtheit. Wenn ihr hier jetzt zum Beispiel mal drauf geht, das sind die Flügelwaffen, ist 1 installiert, maximal geht aber 2, eine pro Mount und 2 Mounts sind es. Das nur mal so ein bisschen als Überblick. Dann könnt ihr hier noch wie viel Treibstofftanks, Quantenantrieb und so weiter. Das sind Standardmodule, also S steht für Standard, nicht für klein oder so. Es gibt auch später militärischen Standard und so weiter und so fort. Da gibt es halt verschiedene Aufrüstungsmöglichkeiten. Wenn ihr auf die Spezifikationen geht, seht ihr hier die reinen Werte. Erstmal, wie groß das Schiff ist. Wie gesagt, Länge, Höhe, Breite, das stimmt bestimmt nicht mehr. Und die
Cargo-Kapazität ist auch nicht richtig, weil es gibt eine Cargo-Kapazität, die wird in etwa bei 6 bis 8 SCU liegen, schätze ich jetzt mal. Kann ich aber nicht genau sagen. Wir gehen also wieder mal zurück. Und dann haben wir nämlich hier noch die Reliant Core Starter. Ihr seht, die ist nochmal über 10 Euro teurer. Die Reliant Core, ich habe sie zuletzt in einem Video vorgestellt, ist übrigens auch, da ist der Self-Landhanger dann wieder dabei, also wie in dem normalen Startpaket. Das Handbuch, 6 Monate Versicherung, 1000 UEC Startgeld und natürlich das Spiel als digitaler Download. Dieses Schiff ist von MISC. Da gehen wir dann unter die Schiffe. Einmal hier auf Musashi Industrial and Starflight Concern, abgekürzt MISC. Gehen einmal hier runter, bis wir sie finden. Da ist sie. Wundert euch übrigens nicht, die Bilder hier sind aus der Konzeptphase des Schiffes. Warum die Seite immer noch die alten Bilder statt die wirklich schöner gelungenen neuen Bilder hat, ich weiß es auch nicht. Finde ich eigentlich nicht so schön, ist auch teilweise verwirrend. Aber na gut, es ist halt so. Es ist aber, dann wisst ihr wenigstens Bescheid. Hier könnt ihr euch, wie gesagt, auch die Waffen anschauen. Was installiert ist, eins ist Max. Zwei Mounts, also zwei Size 1 Waffen und hier ist noch ein Hardpoint Size 3 und so weiter. Hier ist auch nochmal eine Legende, da wird das auch nochmal erklärt. Und wenn wir mal in die Spezifikationen gehen, dann seht ihr hier eine Cargo-Kapazität von 4. Die Aurora hat zum Beispiel eine Kapazität von 3 und die Mustang sollte in der neuen Version auch eine 4 haben. Und jetzt fragt ihr euch natürlich zu Recht, warum ist die Reliant Core ja teurer als zum Beispiel die Aurora oder eben die Mustang? Und ehrlich gesagt, ich kann euch da keine wirkliche Antwort drauf geben. Ich finde den Aufpreis bei diesem Paket hier eigentlich total übertrieben. Den Mehrwert, wenn ihr denn mehr ausgeben möchtet, den hat auf jeden Fall die Avenger Stalker. Sie ist im Kampf besser als die Reliant. Sie kann mehr Waffen und größere Waffen mitnehmen und sie hat voraussichtlich einen größeren Laderaum als die Reliant. Deshalb möchte ich euch eigentlich von der Reliant abraten. Die Reliant ist ein schönes Schiff, rein optisch gefällt sie mir wirklich sehr gut, aber sinnhaft ist dieser Mehrpreis einfach nicht. Es ist einfach nicht gerechtfertigt. Und ja, wie gesagt, davon würde ich euch persönlich abraten. Wenn wir uns, wie gesagt, nochmal hier die Basispakete anschauen, beziehungsweise die Combo Packs mit Squadron 42, die sind wesentlich besser. Muss man einfach so dabei sagen. Ich gehe hier nochmal zurück. Letztendlich würde ich euch dazu raten, wenn ihr einen normalen Einstieg in das Spiel haben wollt, nehmt die Mustang, die hat etwas mehr Fracht. Wenn ihr Fracht fliegen wollt, ist das euer Schiff. Wenn ihr aber dagegen sagt, okay, die gefällt mir irgendwie gar nicht, dann nehmt die Aurora. Letztendlich, wie gesagt, sind die Schiffe in etwa gleichgestellt. Sucht euch das aus, was euch am besten gefällt und geht erstmal ins Spiel, spielt eine Zeit lang, guckt euch das Schiff an und im zweiten Video zeige ich euch, wie ihr upgraden könnt oder auch euer Paket ändern könnt. Ich hoffe, ich konnte das jetzt alles so ein bisschen für euch aufdröseln. Ich bin nicht zu tief in die technischen Details eingegangen, weil die sind bei diesen beiden Schiffen zumindest auch nicht wirklich ausschlaggebend. Es ist halt nur, wie gesagt, wenn man ein Paket im Bereich der Deluxe-Varianten nehmen würde, dann halt die Avenger Stalker nehmen und nicht die MISC Reliant.
Aber wenn euch die Reline natürlich unbedingt gefällt und wie gesagt, sie ist ein schönes Schiff und ihr sagt, ich pfeife da drauf, dann könnt ihr natürlich auch gerne die holen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich euch komplett von dem Schiff abrate. Nur im Preis-Leistungs-Verhältnis macht sie keinen eigentlichen Sinn. Nur wenn ihr sagt, das ist das Schiff, da habe ich mich jetzt rein verliebt, das möchte ich, dann seid ihr da natürlich richtig. So. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze jetzt ein bisschen erklären und dann sehen wir uns im zweiten Video. Macht's gut, bis dann!